Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal möchte ich mit euch und den Unterschied letztlich besprechen zwischen den Benzodiazepinen und den sogenannten Z-Drugs. Denn die werden häufig in einen Topf geschmissen, weil die bei ähnlichen Symptomen letztlich verschrieben werden vom Arzt. Und ich hatte euch ja einmal gesagt gehabt, dass ich schon mal eine Woche Zopiclon verschrieben bekommen habe, eines von drei sogenannter Z-Drugs, die es gibt. Die anderen beiden heißen Zolpidem und Zaleplon. Ja, Zaleplon. Die kenne ich aber beide nicht. Ich habe aber einmal eine Woche lang Zopiclon bekommen. Ja. So, wie gesagt, die Benzos und die Z-Drugs werden häufig in einen Topf geschmissen, sind aber nicht letztlich die gleichen Medikamente. Denn während Benzodiazepine Beruhigungsmittel sind die Z-Drugs Schlafmittel, Schlafmedikamente, ja? So, und das ist ein großer Unterschied, weil ein Beruhigungsmittel dich nicht sofort in den Schlaf bringt, ja? Ab einer gewissen Dosis, wie ich schon letztens erklärt habe, ist es halt so, dass du so beruhigt bist, dass du dann irgendwann halt auch ein Schlafbedürfnis hast, ja? Das ist ähnlich so, wie wenn du vielleicht damals oder immer noch, je nachdem, einen Joint raus, ja, und du chillst dann, bist total gechillt und beruhigt und liegst auf der Couch, ja, so, dann kann es auch sein, dass du dich hinlegen willst zum Schlafen irgendwann, ja, ist aber im Prinzip kein Schlafmittel, ja, und je nach Art und Weise, was, also je nach Sorte von Gras, die du rauchst, ist ja auch die Wirkung unterschiedlich. Bei den Z-Drugs hingegen ist es ganz klar so, dass die verschrieben werden, hauptsächlich bei Leuten, die wirklich unter starker Schlaflosigkeit letztendlich leiden, unter starker Insomnia, also wirklich überhaupt nicht schlafen können und einfach irgendetwas brauchen, damit sie schlafen. Ja? Und man nimmt dann die Z-Drugs auch gerne häufig bei Patienten mit Panikstörungen und Angststörungen, weil die ja auch in der Regel das Problem, so wie ich, haben, dass sie nicht schlafen können aufgrund der Attacken. Ja, jetzt ist es aber so, ich brauche ja nur ein Beruhigungsmittel, weil sobald ich beruhigt bin und die Panikattacke nicht mehr da ist, schlafe ich von alleine ein. Ja, so, ich brauche so gesehen kein schlafanstoßendes Medikament. Und man hatte mir mal eine Woche lang Zopiclon gegeben, weil mein Hausarzt gesagt hat, ja, wir wechseln mal, du nimmst jetzt mal eine Woche nicht Bromazepam, sondern du nimmst jetzt mal eine Woche Zopiclon. Ja? Und dann habe ich eine Woche Zopiclon genommen und ich kann euch sagen, also wenn alle Z-Drugs so sind, ja, und ich habe da schon vieles letztlich drüber gehört, auch im Internet, ja, ey, dann kannst du wirklich sagen, sind das die beschissensten Medikamente überhaupt. Erst einmal, es ist so, wie soll ich das sagen? Der Einschlafprozess ist relativ komisch. Du bist nicht wirklich beruhigt, aber du merkst irgendwie, du bist müde, ja? Und dann schlagartig schläfst du. Und jetzt kommt's. Nach 4 Stunden wachst du einfach auf. Weil die Halbwertszeit von dem Medikament beträgt 2 Stunden. Das heißt, nach 4 Stunden ist es in der Blase. So. Und du wachst nach 4 Stunden auf, es ist aus deinem System raus, gehst quasi zur Toilette nachts, schmeißt dir eine nächste Zopiclon rein, damit du noch 4 Stunden weiter schlafen kannst, um auf deine 8 Stunden Schlaf zu kommen, ja, und wachst dann wieder automatisch nach 4 Stunden auf, ja, weil diese Medikamente halt wirklich sehr, sehr schnell abgebaut werden, im Gegensatz zu Benzos, die sich, wie soll ich sagen, auch anhäufen im Körper, ja, und deswegen viel, viel unregelmäßiger genommen werden müssen als beispielsweise Zopiclon, ja. Und hierbei kannst du natürlich auch eine Toleranz aufbauen. Das heißt, wenn du vielleicht mit einer ganzen Zopiclon anfängst, kann es irgendwann sein, dass du 2 oder 3 brauchst, um überhaupt schlafen zu können. Ne, das darf man nicht vergessen. Und deswegen sind die beiden nicht gleich, obwohl sie häufig bei gleichen Symptomen verschrieben werden. Und ich habe dann nach einer Woche zu meinem Arzt gesagt, geben Sie mir wieder Bromazepam. Habe ich gesagt, weil auf Zopiclon komme ich nicht mehr klar. Ja, erstens habe ich keine Lust, immer nach 4 Stunden mitten in der Nacht wach zu werden. So, wenn du um 10 Uhr ins Bett gehst oder sei es auch 11 Uhr, dass du um 3 Uhr nachts wach wirst, ja, 2, 3 Uhr nachts wach wirst, dir eine nächste geben musst, damit du noch bis morgens durchschlafen kannst. Und der weitere Nachteil von den Z-Drugs ist, dass die extrem mit deiner Psyche spielen, weil ich kann dir sagen, ich habe von den 7 Tagen, wo ich das Zopiclon genommen habe, 7 Tage oder 7 Nächte lang
besser gesagt Albträume gehabt, ja? Du bekommst automatisch Albträume. Also 7 Tage teilweise die heftigsten Albträume, die du dir vorstellen kannst. Von ganz gruseligen Albträumen bis einfach nur verrückten Albträumen. Ich kann mich an einen Albtraum zum Beispiel noch erinnern. Ich war eine Pizza Margherita, ja, mit meinem Gesicht. Stell dir vor, du selbst siehst dich als Pizza Margherita. Und jemand will dich aufessen. Ja, und du sagst, bitte, bitte, ess mich nicht auf. Ja, ich will noch leben. Ja, und dann wachst du halt auf und sagst dir wieder, scheiße, Zuppi-Klontraum schon wieder, ja. Und von daher, ey, die Z-Drugs gehen gar nicht. Also, Beruhigungsmittel 1000-mal besser. Die beruhigen dich. Dann schläfst du ganz natürlich von normal ein. Und hast keine Albträume. Das nur zu dem Thema und zu den Unterschieden, Leute. Ja. Und falls ihr auch schon Erfahrungen mit irgendwelchen Z-Drugs gemacht habt, könnt ihr auch gerne kommentieren und auch mal eure Meinung hier teilen. Bis dahin.